Wir spielen zusammen. Neuigkeiten von der Mission, an der du gearbeitet hast? Hat hohe Priorität und wird immer höher. Unsere Jungs in Kaschmir haben haufenweise Funksprüche von Schmugglern an der Grenze abgefangen. Was transportieren die, das für uns von Interesse wäre? Angeblich eine Atombombe. Wir kennen die Quelle nicht, doch wenn es stimmt... Dann müssen wir sofort handeln. Ja, die Schmuggler sind aus Kargil, an der pakistanischen Grenze. Die Polizei dort ist gekauft. Dann bitten wir die schon mal nicht um Hilfe und gehen direkt an die Quelle. Moin Moin, hier ist das Zweikampfsofa. Wir sind immer noch in Splinter Cell Blacklist. Im Schmugglers Versteck, das heißt einer der Koop-Missionen. Wir sind in Kargil-Bezirk in Kaschmir. In Kaschmir. Na, wer kann mir sagen, wo Kaschmir liegt? Manche haben Pullis draus, das weiß ich. Ja, ich werde es nicht verraten. Gut, Schleichen, Ballern, wir werden es erleben. Diese Mission kennen wir beide noch gar nicht, noch nicht einmal gespielt. Es ist sozusagen echt blind. Also heißt das blind. Maschinengewehr raus, aber alles nie, ja, oder? Das Schöne bei Splinter Cell ist ja nach wie vor, man kann... Ruhig. Hallo. Was soll das sagen? Rauchen ist ungesund. Das ist viel ungesunder. Das passiert nur, weil er raucht. Hätte er sonst aufgepasst und nicht geraucht? Reinkorb-Mission, coole Sache. Wir haben Kargill. Ich meine Ausrüstung eigentlich mitgenommen, ja. Verstanden. So. Die Schmuggler haben die Stadt in ihren Stützpunkt verwandelt. Die Daten müssen dort irgendwo sein. Steig vom Berg und finde sie. So, ich habe meine Lieblingswaffen equipped. Jetzt ist die Frage, wo geht's lang? Immer dem Marker nach, richtig? Richtig. Immer dem gelben Punkt hinterher. Heute nicht gelb. Kann man oben lang gehen oder nur unten lang? Das weiß ich nicht. Da ist irgendwie abgesperrt, oder? Ja. Ja. Gut, dann gehen wir unten lang. Das ist aber ganz schön tief hier, ne? Ja, ich habe nicht vor, runterzuspringen. Ja! Gemeinsames Klettern. Ja. Wahnsinn. Was es alles gibt hier, du? Bereit, ich habe schon aktiviert. Wo zwei bereit? Wo zwei bereit. Hüpf! Wer ist wer? Ja. Mit einem Arm so auf dem Dings geklettert. Das ist... Also, da musst du schon heftig... Lange in der Muckibude für zugebracht, um das so zu können, ganz ehrlich. Arnold ist ein Schwächling hier. Arnold ist ein Schwächling. Alte Lusche. Der Weg ist zu Ende. Das ist ja ganz hübsch. Dann nehmen wir einen anderen. Kleinen Wandmalereien. Natürlich, in der Halle. Felswände sind was anderes. Ist eigentlich ein schöner Urlaubsort, ne? Ist das eigentlich hier unten? Ich habe einen Alternativweg gefunden. Du auch? Ich bin direkt über den Gegnern und könnte sie gleich alle anspringen. Aber ich kann, glaube ich, nur einen mit Sprung erledigen, oder? Oh Mann, da sind aber viele. Da ist nur einer. Ich kann nur drei markieren. Und es sind 3, 4, 5, 6, 7 Schild rum. Der steht mitten im Weg rum. Ich bin jetzt direkt unter dir. Das ist toll. Da stehst du gut. Nicht mal, ich bin gleich unsichtbar. Ich bin gleich richtig sichtbar. Scheibenkleister. Verstanden. Sind leise. Nee. Ich bin der Linke. Wollen wir beide machen? Und jetzt. Geil. Das nenne ich doch Koop. Coole Sache, Alter. Und wieder muss man, das verstehe ich nicht. Nach dem Klettern muss ich wieder meine Waffe auswählen. Meine Güte. Hast du geschossen? Jo. Hab ich nicht ausgemacht. Warum machst du sowas? So. Jetzt kann ich neue markieren. Kannst du auch mal wen markieren, damit ich auch mal was sehe? Da kommt einer. Ja, deswegen sagte ich, mach mal Markierung. Ah, das gehört, shit. Das haben wir nicht gehört, deswegen sind wir da hingekrabbelt. Hätte vielleicht mal ein bisschen schneller reagieren können. Jo. Oh, ganz schlecht. Das sind richtig viele. Ne? Hast du jetzt schon drei markiert? Weil da sind mehr als 6 Dudes gewesen und ich habe nur meine. Da hinten sehe ich noch welche. Kannst du mal jemanden markieren? Irgendwie? Meine 3 Markierungspunkte sind nämlich schon weg. Ich hab's verstanden. Ja, dann mach ich doch endlich. Der da? Was ist das denn für eine Deckung? Ich meine, also wer mich hier nicht sieht, der muss echt blind sein. Noch mehr, oder? Tausende, würde ich sagen. Milliarden von Dudes. Kommt zu dir. Komm nicht zu mir, hier sind Dudes. Ja, er kommt zu dir, habe ich gesagt. Was will er bei mir?
Nein, das ist nicht. Das, diese Kill-Aktion dauert immer viel zu lange, ey. Machen wir mal was anderes. Schlafgas. Okay, das läuft ja wie der Typ mit dem Schild nervt. Da kannst du auch mal Schlafgas reinhalten, oder? Nee, der hat einen Helm auf, das hilft da nicht. Wie eklig. Das ist nur mit. Er kommt natürlich zu mir. Geil. Er kommt aber immer noch zu mir, ne? Ja, aber ich komme nicht ran, weil ich noch nicht hinter ihm so richtig bin. Also jetzt könnte ich es vielleicht machen. Kommt rein. Oh shit, ich muss hier weg. Ich hab ihn. Oh, scheiße, er hat mich gesehen. Benutzt die Gasgranate. Sind wir entdeckt? Nee, ne? Noch mal kein. Doch, er hat mich gesehen. Deutlich. Ziel neutralisiert. Da ist er! Okay, dann kommt kein Nachschub hier oder was? Ist auch okay. Neutralisiert. Siehst du, der hat keinen Counter. Hast du das schon gesehen? Ja. Man weiß nicht, wie viele Leute. Aber den Typen mit dem Schild hatte ich Gott sei Dank. Der macht mir am meisten Angst, weil der ist unkaputtbar von vorne. Hat er auch einen Helm auf? Hier müssen wir voll einen abseilen. Ja, das Spiel erwartet das einfach von uns. Was soll ich dazu sagen? Ich gehe gleich mal. Lecker. Ja, es tut mir leid. Da müsst ihr durch, Leute. Abseilen. Hallo? Auf Kameraden warten. Ja. Gleichzeitig auch noch. Gleichzeitig. Das ist wie Frauen auf Klo, du. Die ja, genau. Auch mal gleichzeitig auf Klo. Da habe ich so einen schönen Comic gesehen, wo zwei Frauen auf einem WC-Brill sitzen und irgendwie, das ist das wirklich richtig, dass Frauen immer zusammen auf Klo gehen? Ja, natürlich. Fand ich sehr witzig. Das ist gar nicht witzig. Gleich nehmt ihr es noch, oder? Das hast du schon gesehen. Den meinst du, der da jetzt weg ist? Nee, der noch, genau. Der ist erledigt. Wir können auch den Typen mit dem Helm im Doppelkill, falls du noch einen hast, kann ich ihn markieren und du auch. Ich auch. Hast du ihn markiert? Ja. Eins? Nee, wir müssen das anfordern irgendwie. Du musst anfordern. Halten und gemeinsam genau, halten. Dann halte ich. Sobald du bereit bist, abdrücken. Ich schieße. Hat nicht geklappt. Doch, hat geklappt. Das hat vor lange gedauert, bis du was getan hast. Ja, das kann ich aber nicht beeinflussen, das macht das Spiel so lahm. Der ist halt nicht so schnell. Was machst du da? Deckung gehen. Ich versuche in Deckung zu gehen. Wo sind die Dudes? Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Hier ist keiner. Ich sehe nur einen Sniper da hinten. Da ist noch einer. Da sowieso kein Nachschub kommt, nehme ich den einfach weg. Kann ich da hinten hoch bestimmen? Oh, er ist aktiviert. Achtung, er kommt. Und? LKW kommt oben auf Brücke. Als Schmugglerkonvoi identifiziert. Ihr habt Erlaubnis, ihn auszuschalten. Verstanden. Setzen C4 okay. Ein. Lava, C4, was hat er gesagt? Genau. Ja, LKW. LKW, Geschenke an C4, nee, andersrum. Geschenke an LKW anbringen. Da ist einer zum Einfangen, ganz dicker. Die schießen uns auf dich, hast du schon gesehen? Ja, die sind auch ganz böse. Ich hab denen nichts getan. Nein, ich glaube, du hast hier nichts zu suchen, glaube ich. Na, sind die alle viel da? Was fangen wir hier nicht an? Halt mal, hahaha. Was haben wir gelernt? Er kommt zu mir, weil mein Zeichen da steht. Du könntest als Co-op-Partner könntest du auf die andere Seite wechseln, um ihn aber. Auf die andere Seite wechseln? Das wird aber jetzt nicht witzig. Warum mache ich das eigentlich? Er rennt zu mir. Ja, toll. Ja, sollte ich ruhig haben wollen. Jetzt keine. Dann nehme ich ihn von hinten, wenn er dich haben will. Oh. Ich wusste, dass du das sagen wirst. Ich wusste. Es tut mir leid. War es denn auch so schön wie ihn? Ne? Also, ja, war es so schön für ihn wie für dich, oder was? Ja. Komm ich da hoch? Treppe? Klettern? Du musst jetzt sagen, Treppe, ja, ich weiß. Wo ist die Treppe? Da ist die Treppe. Hier schon oben. Schwere Inbetritt. Siehst du auf die Karte? Ziel ausgeschaltet. War das irgendwie ja, ernst zu nehmen? Das waren jetzt zwei Dudes, ja. Die standen hier so doof rum, weißt du? Sprengstoff, das ist ja.
Vielleicht muss ich wahrscheinlich weglaufen, oder? Erste Ladung platziert. Zweite Ladung platziert. Jetzt noch die andere. Zweiter Laster bereit für Sprengung. Bereit für Sprengung. Bestätigt. Gute Arbeit, Briggs. Die Ladungen sind angebracht, Grim. Gut. Mal unten. Wir verlassen jetzt die Brücke. Auf die andere Seite. Auf die andere Seite. Ja, aber wie? Was? Wo? Wer? Wann? Nee, das ist eine Brücke. Kannst du über die Brücke laufen? Hallo? Geht's nicht runter? Ah, da ist ja. Ich nehme dann mal den Weg hier. Ja, ja, ich nehme mal den. Scheiße. Ich möchte eigentlich im realen Leben auch so Schilder haben, so mit Dorf. Ja, und einkaufen hier. Achtung, Hundescheiße. Die Aufnahmen werden zeigen, dass der Kopf zerstört wurde. Naja gut, mit Google Glass und so geht es ja allmählich in diese Richtung. Gemeinsamer Durchbruch. Würdig, aber wir waren nie da. Gemeinsamer Durchbruch. Gehen wir weiter. Konvoi zerstören, Ziel erfüllt. Natürlich. Waren wir erfolgreich. Ich habe 30.000 Credits gekriegt. Ich bin reich. Drunter, drüber. Okay. Wir brauchen ja eine Kiste hier. Wie werden wir vorgehen? Sehen nur ein Schild 9 Meter Dorf. 9 Meter Dorf? Ein 9 Meter Dorf. 9 Meter Dorf ist ziemlich klein. Nein, in 9 Metern ist ein Dorf. Und die Türchen hier sind klein. Warum haben hier überall so Barrikaden aufgebaut? Das Ladescreen hier, Daten einsammeln, dringend das Ich musste jetzt nicht echt hier einfach nur langschleichen, bis ich da angekommen bin, bis zum nächsten gemeinsamen Durchbruch. Apropos Chili con Carne. Ist das Ladescreen, kann das sein? Wahrscheinlich, das ist einfach nur am Hintergrund, liegt da wahrscheinlich irgendwas. Was hast du für Schuhe an? Das sind Ruheschuhe. Ja, warte. Schummlerschuhe. Schummlerschuhe, okay. Ich sehe eine Waffenkiste. Ja, das ist ja. Das ist eine Schwanzverlängerung. Das ist ja übrigens auch so ein Thema, über das wir nochmal reden müssen. Die Schummeleien der Frauen. Push-up-BHs, hohe Absätze. Ich kann nicht auf Make-up, alles Schummeleien. Ja, dann packst du aus und denkst, du meine ja. Ja. Muss ich erst mit Abi auffüllen? Vielleicht bist du voll? Was denn ich? Wie viel Schuss hast du denn an Dings hier? Du hast 301. Ich habe meine Pistole hat 108. Nochmal, bitte. Ein bisschen ist auch okay. Ganz ehrlich, wollt ihr auch, dass wir uns irgendwelche Arschkissen in die Hose einnehmen oder vorne irgendwie dick was reinstecken oder die Arme irgendwie durch so ein Kissen hier aufhören und sagen, Bizeps und hier irgendwie? Das wollt ihr doch auch nicht. Also, darfst du ja mehr Munition mitnehmen. Ach, du hast einen anderen Anzug mit. Ah. Gut. Aber wenn ich jetzt in meinem Schlauer wegnehme. Nein, nichts dagegen, dass man sich nett anzieht, aber dass man halt in manchen Fällen extrem schummelt. Also ganz ehrlich, in wilden Zeiten, ich habe es wirklich schon mal gehabt, dann machst du die Verpackung auf und dann ist da auf einmal nicht mehr viel von da, von dem, was vorher alles so da war. Also das ist dann auch irgendwie, wo du sagst, ich glaube, ich gehe dann mal wieder. Weil das ist, genau. Schönes Dorf. Ende der Straße, Briggs. Ist das da unten die Anlage? Ja, wir klettern hoch und rutschen am Seil aufs Gelände. Ja. Das ist schöne Weitsicht. Finde ich gut. Ich rufe auch mit dem Sonnen und den Bergen und so. Ja, cool. Position vorerst halten. Lass dir nicht zu viel Zeit, Grim. Das ist zu viel. Hab drei Gebäude markiert in ja, wann ist zu viel zu viel? Verstanden. Also wenn du einen Mann fragst, glaube ich, ist das zu viel fast nicht. Kommt natürlich auch darauf an, was du von der Frau willst, sage ich mal so. Also, aber, es kommt immer irgendwann zum Auspacken und Ich warte auf dich. Also, ob es immer zum Auspacken kommt, weiß ich ja nicht, aber ich muss auf dich warten, weil gemeinschaftliche Seil. Ja, ich mach die ganze Zeit hier irgendwie, aber er macht nichts jetzt. What? Wir müssen parallel rutschen, sonst wird das nichts. Du bist jetzt irgendwie woanders, ja. Wir sind getrennt, ich sehe einen Laptop. Also das Schild für einen Laptop. Ja. Ja, du bist ja immer neidisch, weil Männer nicht so schummeln können. Wir können so schummeln, wie gesagt, es gibt ja mittlerweile alles. Für die Hose mit dem Arschkissen drin und bla bla bla. ob man das jetzt braucht oder nicht, steht auf einem ganz anderen Blatt, aber... Also hast du ihn, okay? Ja, da stand hier so rum. Du bist in dem Raum drin oder was? Ja, wo das erste Dings ist. Das eine Dings, nicht das Bums. Markierst du eigentlich mal ab und an Gegner? Aber ich hab das ja, mach ich auch gerade, ja. Ich arbeite dran. Ich kann den nicht markieren, warum nicht? Ey.
Was mal los? Okay, da kann Scheiß sammeln nicht. Hallo? Runterklettern? Wieso kann ich nicht runterklettern? Ich kann nur an bestimmten Punkten runterklettern. Das ist auch zu hoch für ihn. Angst. Ja, Schummeleien halt. Naja. Habe ich nicht gerade irgendwie eine Markierung gehabt? Ach, da hinten. Okay. Oh. Ziel ausgeschaltet. Mein Mann findet das auch merkwürdig. Aber für Frauen ist normal, ne? Ja. Genau. Hier ist immer noch ein Dude. Ja, über mir ist es so ein Dude. Ich habe einen Hund gesehen. Den versuche ich mal eben. Hunde sind scheiße. Da, ich habe Hund markiert. Ja, in dem Spiel sind Hunde echt kacke, ganz ehrlich. Wo bist du eigentlich? Da. Ich habe das Datenpaket hier. Das ist lieb. Ja, ich muss A gedrückt lassen, richtig? Ja. Ja. Ich hab den Laptop gehackt. Ich sag Charlie Bescheid, vielleicht ist was Nützliches drauf. Ja, aber da kann sie ja nichts für. Ja, aber damit wirst du ja geboren, das kannst du ja kaum irgendwie... Das ist kein Schummeln. Es sei denn, die hat sich jetzt einoperieren lassen oder so. Sie wollte als Ente klingen, meinst du? Bist du beim Datenpaket? Ich liebe den. Ach, da ist ein Hund. Den Hund habe ich. Ja, so laut, dass du gar nicht wegführen konntest. Wie tief geht denn das? Da ist noch ein Dude, ein Dicker, da, gemarkiert. Siehst du ihn? In den Datenpaket meinst du? Genau. Ja, weil Mann, da war ein Hund, den habe ich schon weg. Ich kann ihn nicht runterspielen. Ich kann nicht weg. Das ist also total sichtbar hier, das ist total scheiße. Und ich kann nicht runterspringen, warum auch immer. Ah, jetzt. Genau. Oh, ja, aber nur an bestimmten kommt Stellen. Zu mir. Kommt zu mir. Ja, komm erstmal zu mir. Ich kann jetzt mal nicht sagen. Hallo. Oh, ich Idiot. Ich hab. Das war gut. Weil damit kommt er zu dir und ich will nicht hinten. Das ist Teamplay. Ja, that's Co-op. Ja, gut, aber Stimmlage, ich meine, der eine redet halt ganz tief. Der andere ganz hoch. Das ist halt so. Ich meine, du bist schon wieder doof ist trotzdem. Alter, diese Treppe, ey, die sehe ich jetzt erst. Ja, gut, also ich meine, wer will schon eine quietschende Ente im Bett haben? Das ist natürlich. Kommt das aufs Bett an. Oder auf die Ente, oder was? Oder auf die Ente. Ich weiß ja nicht, also. Ja, gut, aber gut, ich meine, es gibt auch Männer mit hohen Stimmen oder ganz tiefen Stimmen und was weiß ich, es gibt halt alles. Hab da drüben jemanden gehört? Hab ich gehört? Warum hören die dich immer? Ich habe hier irgendeinen Zugang. Ich aktiviere mal. Scheiße! Nein! Doch, funktioniert. Oh, Gott sei Dank. Aber es war ein Kampfkill. Ja, er hat mich entdeckt und dann habe ich auf ihn... Dann warten wir mal auf die Gegner mit der hohen Stimme, um ihn endgültig fertig zu machen. Ich weiß nicht, wo ich hier bin. Warum nicht? Ich bin irgendwie unter Tage hier. Das Datenpaket ist irgendwie unter mir. Unter mir, unter mich. Und der erste Dingsbums hier. Ich hacke diesen Computer. Lässt nicht los. Ich lock dir das Datenkomm. Dürft ihn erstmal beschäftigen. Ich nehme mal das Datenpaket. Ich schicke dir weitere Daten, Grim. Nichts Brauchbares dabei. Zur nächsten Position. Nein? Du wolltest das mal. Nein, da habe ich einen Laptop mitgenommen. Ach so. So, und jetzt? Muss ich zu B, richtig? Oder was ist in 52 Meter auch gut? Da oben, da kam ich daher. Da war ich doch schon, Mensch. Ja, hätte alles mitnehmen können, Mann. Ja, da war ich ja schon. Also ich wusste nur nicht, dass ich alles mitnehmen muss. Klettern. Achso, da kommt ja hoch. Ne? Kein Levelaufbau, wir haben irgendwie ein bisschen... Ich habe Probleme, da irgendwie hochzukommen. Ach, das ist eine Leiter. Konzentrier dich, er muss hier irgendwo sein. Ich bin hier, aber ich muss noch höher. Toll. Klettern. So, jetzt muss ich hacken. Da steht einer. Hör auf, abbrechen. Da steht einer. Verstanden. Ausgeschaltet. Lol, da stand einer um die Ecke. Was hast du gemacht? Mein Hacken abgebrochen, um zum Hacken überzugehen. Alle Ziele bekämpfen. Mann. Position. Ist das auch... Das ist schon die zweite Stage, ne? Wenn etwas Großes verladen wird, sehen wir es in den Aufzeichnungen. Weiter zum Abholpunkt. Diese Bricks-Koop-Mission, was weiß ich nicht, wie lang die sind.
Ich habe hier ein Seil darüber. Aber wir müssen wie? Ja, wie Abholpunkt. Wo geht denn das da hin? Guck mal, wo das hingeht. Ach, ich folge dir auf. Schritt und Tritt. Ich hau dir lieber. Briggs, die Zeit wird knapp. Euch nähern sich Gegner. Begebt euch zu eurem Abholfahrzeug. Geile Idee von dir. Keine gute Idee. Versperrt euch den Weg. Geile Idee von dir. Findest? Bestätigt. Schick sie her. Wollen wir die laut ausschalten oder leise? Ich hab nichts gemacht. Hast du was geworfen? Danke für die Nein. Hilfe. Wir setzen Nein. immer noch fest. Danke für die Hilfe? Achso, okay. Los. Das ist ja alles gut. Story! Ich hatte gerade geguckt, wo die Gegner bleiben. Das zum Beispiel will ich im realen Leben auch haben. Gemeinsames Anheben. Finde ich toll. Komm schon, toll. Bring wir es hinter uns. Garage. Okay, dann los. Das war gar nicht gemeinsam. Ich hätte das nicht hochgehoben. Du bist auch der Stärkere von uns beiden. Na, Gib mir aus der Sonne. Wo muss ich jetzt hin? Tür? Tür. Sprechen Sie die ganzen Sätze. Tür. Tür. Der Dicke ist mir wieder im Weg da. Aktivieren. So kleine Einblendungen mit A's und B's im realen Leben würde ich ganz schick finden. Genau. Hier Teebeutel einführen. A. Drücke A, um den Teebeutel einzuführen. Willst du? Sind wir. Ich sehe eine Drohne. Beim gemeinsamen Durchbruch. Mein Gott, hier gibt es einen Durchbruch nach dem anderen. Das hat nichts mit Koop zu tun, oder? Tür gemeinsam aufzumachen? Nee, nicht wirklich. Und du? Position halten. Ich sehe Scharfschützen, die den Bereich vor mir sichern. Ich sehe Scharfschützen. Stellen Sie in Reichweite der Drohne? Hab eine bessere Idee. Ich bringe sie für dich in Position. Danach übergibst du mir die Steuerung. Ja, was sollen wir jetzt dazu sagen? Nee. Eine lange Mission, ne? Ja, irgendwie schon fast zu lang. Break? Päuschen? Break. Päuschen. Päuschen. Gut, den Rest seht ihr dann in der nächsten Folge. Na gut. In der Cargill City, der wir entfliehen müssen. Der Cargill City, ist das eine echte City oder ist das eine Fake City? Das ist Bruder von Persil, Cargill. Cargill, Persil, ist mir egal. So, das Abo gibt's hier. Und alle Folgen könnt ihr hier klicken. Bis zum nächsten Mal. So lustig. So nicht. Okay, tschüss.